Haben wir nicht noch vorgestern darüber gesprochen, was in Michelsheim alles abgeht und dass es da ständig sich am Beißen ist und so? Ja, damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, meine lieben Leute. Ja, wir haben heute nämlich vor, dass es nicht nochmal passiert wie beim letzten Mal, dass die ganze Kiesfelder Strecke sich zustaut. Man sieht schon, ich spreng alles weg und die Datei hieß, Michelsheim beißt sich nicht mehr. Ja, und zwar, weil wir das jetzt so fahren lassen, dass die sich nicht mehr ja, so eng kreuzen, sage ich mal so. Es war ja so, dass die einen bedingt durch die anderen nicht fahren konnten und die anderen konnten bedingt durch die einen nicht fahren. Und das war halt ein bisschen Kacke. So, und ab jetzt kann dieses schöne Projektschild da weg. Denn wir legen da die Schienen ein bisschen um, sodass das halt nicht mehr passiert. Das war vorher halt alles so ein bisschen knubbelig. Und ja, mal gucken, wie ich das damals geregelt habe, dass es anders wird. Ich hoffe mal sinnvoll. Genau, man muss ja von da aus auch nach links kommen können. Man muss aber von da aus auch geradeaus reinkommen können. Genau, das geht ja jetzt so. Genau, und da mit einer Brücke, Projektschild weg, Schilder nicht, Signale aufstellen und unnötige Schilder können wir gleich auch wieder abreißen. Auf jeden Fall kommen die Züge jetzt durch, ohne sich da nochmal zu kreuzen. Da muss ich nochmal überlegen, kommt jeder von überall nach überall hin, wo er hin möchte? Ja. Der will ja immer geradeaus durch nach Michelsheim rein. Das schafft er über diese Brücke. Und der Talent von der ÖBB, der kann auch da rein. Und der SBB-Zug kann da hinten ganz in Frieden abfließen. Also, so funktioniert es, glaube ich, ganz gut. So, die Schilder brauchen wir nicht mehr. Können wir die ganzen Baugrundstücke wieder freigeben. Und ja, so sollte es sein. Gucken wir noch mal kurz zu. Die Einfahrt nach Michelsheim links rein, das ist immer noch ein bisschen chaotisch. Das ist mittlerweile auch geändert auf Fahrtsignalregelung. Da können die teilweise gleichzeitig rein und rausfahren. Das wird aber noch länger dauern, bis wir da sind auf diesem Stand der Welt. Naja, aber das ist schon mal viel wert, dass das jetzt hier sich nicht mehr beißt, weil immer wenn man nicht hinguckt, dann staut sich die Kiesfelder Strecke wieder bis zum Mond. Und deswegen mussten wir da mal echt dran heute. So, also kein Stau mehr auf der Kiesfelder Strecke. Und kein Kies mehr auf der Staufelder Strecke. So, die Natur heilt da rechts auch langsam. Das Gras wächst. So, und das ist hier die Strecke mit den Dostos, die kennen wir ja.
Bei mir im Editor sieht das ein bisschen komisch aus. Die Züge sehen so unterschiedlich aus, oben in der Mitte in dem Fenster. Die sehen doch eigentlich in echt gar nicht unterschiedlich aus. Naja. Gut, und hier kommen sie auch ganz gut durch. Das ist die Kiesfelder Strecke, die berühmte. Ist ein bisschen was los, aber es staut sich nicht mehr zu sehr. Alle kommen sie irgendwie ganz gut durch. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bis hierhin. Gottes Segen an alle. Wir sehen uns morgen. Und ja, dann gucken wir mal, was wir da weiter machen werden. Mach's gut. Tschüssi.